sind wir durch den Satz durch. Achso, ja, da ist vielleicht mit dem Grotales, dass man das einmal durchspricht. Improvisation Kalimba. Circa, so wie du geschrieben hast, 16 Sekunden, oder? Genau. Und dann ist das. Das musst du jetzt überlegen. Kannst du auch. Dann ist E-Klar mit Kalimba, das braucht man aber nicht noch. Tremolo, das ich würde, also das muss jeder selber wissen, welche Pauke er nimmt. Ich habe zu Hause zum Beispiel, das ist jetzt, ich würde dem empfehlen, depends on the range, das heißt also es ist von Tonumfang verschieden. Und ich würde 26 Zoll Pauke, weil das ist die Pauke, die geht am höchsten runter, und also am weitesten runter, am höchsten rauf. Sowieso überhaupt nicht in Frage, weil die eh zu tief ist. Wenn eine in Frage kommt, sind es die zwei. Die zwei. Also entweder 23 oder 26. Ich habe immer die. Wobei natürlich hier, ja, siehst du, da geht jetzt zum Beispiel... Da könntest du, also bei dieser hier, aber an der Mechanik, weil die einfach andere Mechanik hat, die geht jetzt zum Beispiel von dem Ton, wo du willst, hin, und die schafft es auch. Also die wäre wahrscheinlich in entweder 26 oder 23, depends on the range. Ja. Und dann, was sich hier die Frage stellt voran, jetzt würde ich zum Beispiel hier bei den End schreiben, take Kalimba off, damit nur noch die zwei da sind. Weil es klingt besser, wie wenn das dabei ist. Vielleicht hohe. Danach eben nach dieser Takt 146 Kalimba off, dann ist es Pedal mehr mit mehr Sound. Und jetzt wieder. Und ich mache folgendes: Wenn jetzt Takt 191 kommt, nehme ich in 190 im Anschlag die schon weg. Du musst nur einfach eins machen, du musst reinschreiben. Dann muss ja die Pauke eh frei sein, das muss man wissen, sonst spielen die mit in den Rins weiter. Pauke ist klar, so geht's, so gut wie es geht mit Tonhöhen. Das ist eh. Das ist kein Thema. Dann kommt wieder Kalimba drauf. Ja, das ist klar. Mache ich den Trick, dass ich das so mache, weil das schöner klingt, weißt du, offen, und ich spiele quasi die ersten zwei ohne, und dann mache ich das, weil dann kann ich das auch wieder wegtun. Der Schluss ist ja wieder mit Bogen, ne? 2, 3, 4, 5, 6 und dann. Das habe ich eben so gemacht wie in deiner alten Version. So wie es du ursprünglich wolltest. Mhm. Gibt mehr Abwechslung, ja. Erst mal Glissando und beim A, eins, dann... Aber die Idee ist, mit dem Schlag ist es gut, weißt du, dass man da eins, zwei, Tremolo... Die Frage ist jetzt auch, was sich stellt. Der muss ja wissen, dass der tremoliert wird. Das musst du wahrscheinlich schreiben, dass man... Was ich zum Beispiel bei Consperanza mache, bei 229, ist den Wirbel öffnen. Da gibt es so lyrische. Con Arco ist schon klar. So lang den Ton zu halten, ist ein wenig ein Problem. Weil ich habe gemerkt, wenn man mit dem Bogen zurückgeht,
dann stoppt man die Platte, weil so ein Bogenstich im Tempo, dass man, sagen wir mal, aber schreib's aus. Nur es ist eine technische Sache, wenn man zu stark zurück.